Hallo, ich habe mir eine Speicherkarte bei Real gekauft und ja, jetzt kann ich doch wieder was erzählen. Das war dieses Toshiba und ja, ich habe das sogar bei YouTube jetzt auch nochmal geguckt, wie man das richtig macht und so. Ja, super, also habe ich endlich wieder so freien Speicherplatz. Ich habe mir was gekauft und zwar war ich bei Real. Dort gibt es ja doch auch viel auch Elektronik und Haushaltsartikel, alles eigentlich. Und ja, ich habe mir aber auch nur Sachen gekauft, eigentlich zum Leben, also Lebensmittel. Und da war als erstes für mich dabei von Tipp dieser lösliche Goldkaffee. Der hat leider kein Löwenwappen, aber egal. Dann habe ich mir noch Süßigkeiten geholt. Die haben da nur Markensüßigkeiten, keine No-Name-Süßigkeiten. Habe ich mir geholt Duplo Vollmilch, weil ich hatte mir vorher die anderen Duplos geholt und die fand ich irgendwie eklig. Habe mir noch Knoppers geholt von Stork, habe mir für meinen Sandwichscheiben von Hochland geholt. Ja. Dann habe ich mir, weil das dem rumänischen Brot am ähnlichsten kommt, von Harry diese Weizen Toasties geholt. Ich finde, mit denen kann man auch ganz gut was machen. Dann habe ich mir geholt von Valensina Winter Edition Apfel, Orange, Granatapfel mit Dattel und Zimt. Das kostet 2 €, aber ich weiß ja nicht, kann man das auch erhitzen? Ja, man kann es auch erhitzen. Ich habe nur keine Mikrowelle, aber man könnte das auch heiß trinken. Schmeckt bestimmt durch den ganzen Zimt und so. Dann hatte ich keinen Bock, immer meine Milchmädchenrechnung zu machen, habe mir deswegen diesen Nescafé Gold Latte gekauft mit dieser wunderschönen Mint, wie meine Strähnen, ne? Diese Mintsträhnen. Oder ich weiß nicht, was das für eine Farbe ist, halt scheiße. Gibt es zu viele Farbbezeichnungen auch für diese Sorte Farbe, nicht nur für dieses Taupe oder Marvelous oder so. Sondern auch für diese Sorte gibt es zu viele Farbbeschreibungen. Also das ist ein blau-grün, seeblau. Könnte auch mit Türkis zu tun haben, aber das weiß ich jetzt echt nicht. Müsste man ehrlich mal die ganzen neumodischen Farben auch studieren, um die Unterschiede zu sehen. Ja, an meine Klassenfahrt zur Erinnerung Rügen Würmchen, das Original. Das sind so Salamibeißer. Ich war ja schon mal dort auf dieser Insel Rügen, da wo der schöne Leuchtturm ist und die Insel war ultra geil, mega geil. Also wirklich sowas von geil. Wir waren da auf 10. Klasse Klassenfahrt und haben nur gesplifft und gekifft und das war schon lustig. Da auf der Klassenfahrt sind wir auch nachts aus dieser Jugendherberge, wo wir da waren, durch den Wald an den Strand gerannt und haben auch im Wasser gekifft und sind mit dem rasenden Roland abgehauen von der Wanderung und mussten dann eine extra Wanderung machen, auf der ich auch teilnehmen musste. Und da bin ich fast gestorben in der Hitze, weil ich zu der Zeit halt ein bisschen dünn war und ich konnte nicht so viel machen und so. Und ja, egal. Jedenfalls war das da sehr, sehr lustig. Der Lehrer war kurz davor, uns nach Hause zu schicken, weil meine Freundin Inga ist beim Jungszimmer erwischt worden und ich wollte die eigentlich nur holen. Bin dann auch ins Jungszimmer und der Lehrer kam genau in dem Moment rein und sagte dann zu mir, ich werde zu den Jungs abgehauen und ich wollte mich mit den Jungs beschäftigen und so. Und dann habe ich gesagt, nee, das stimmt gar nicht und so. Ich war ja 17 Jahre alt, ich habe noch nie was mit Jungs gemacht. Scheiß lange Geschichte, war sehr, sehr, sehr lustig. Also toll. Meine nächsten Klassenfahrten waren dann halt im Gymnasium. Da war ich erstmal in der 11. Klasse direkt im Ahrntal in Tirol. Da ist mit den Jungs auch nichts passiert, aber ich habe nachts mit Viktor mich unterhalten.
der wollte mich entjungfern, aber das war ja schon passiert und so. Und ach, lange Geschichte und bla bla. Ich war in der Zeit übrigens viel auf Kokain. Also hätte man jetzt ohne die Drogen gar nicht so geglaubt, dass das alles jetzt wirklich so war. Jedenfalls habe ich mir weiter im Realsachen gekauft und das hier ist zum Beispiel von Tipp die Jagdwurst. Das erinnert mich an meinen kleinen Hundebauch, der so geschwenkelt ist. Dann habe ich mir geholt eine Cola Light Flasche entkoffeiniert, weil ich Angst habe, dass ich so viel Koffein, dass ich nie schlafe von dem ganzen Koffein und so. Dann habe ich mir geholt von La Morena Refried Beans. Da gab es ja immer diese zwei Sorten und diese ist die Sorte La Morena Refried Beans. Das soll man, wenn man keinen Wrap hat, halt aufs Toastbrot schmieren und dann hinzufügen zu diesen ganzen Sachen. Und das soll, ich weiß ja nicht, aber vom Boden soll man Kinder bekommen. Und ja, dann habe ich noch den Landjäger mit feiner Kümmelnote gekauft von Meister, heißt die Marke. Gut, das ist meistens auch irgendwo anders, aber ich habe es mir geholt, weil ich esse es dann doch mal ganz gerne, vor allem wenn mir so schlecht ist. Ja, dann habe ich mir, das habe ich allerdings schon alles gegessen, habe ich schon gegessen, Haribo gekauft und so. Ja, nur Nebensüßigkeiten hatten die gar nicht. Ich war zwischenzeitlich auch im Lidl und habe mir meinen Lieblingskaffee geholt. Ich war auch im Aldi, aber ich habe die Einkäufe halt wegen der Speicherkarte gar nicht mehr filmen können. Ja, dann war ich bei DM. Habe mir zum richtig Waschen einen Schwamm geholt und zwar diesen schönen Schwamm. Dann habe ich mir Selbstbräuner gleich zweimal geholt. Einmal die billige Variante Sun Selbstbräuner und einmal die etwas teurere von Garnier Natural Bronzer. Ich versuche halt einfach eine gewisse Tonstufe zu erreichen. Mal sehen, wie lange das hält und wie das überhaupt funktioniert. Ja, dann habe ich mir geholt von BB, was ich eigentlich seit Jahrzehnten gar nicht mehr kaufe, diese Honey. Weil ich war mal wieder auf meinem Honig-Trip und habe mir dann handzahm reparierende Honey-Cream gekauft. Ich muss sagen, die Creme ist auch ganz in Ordnung. Sie stinkt aber so ein bisschen nach, ich sag mal so ein bisschen nach Ekel, Muschi oder so. Was auch mit Nivea. Also Nivea kaufe ich nie, nie, nie. Ich würde es auch niemandem auf der kompletten Welt empfehlen, Nivea zu kaufen. BB ist auch ungefähr dasselbe. Und Dove ist auch ungefähr dasselbe. Würde ich niemals machen. Also würde ich wirklich bei Balea bleiben oder in eine ganz andere Kategorie gehen, weil das ist wirklich scheiße, was das ist. Dann habe ich mir die Hanftuchmaske gekauft und von dieser Serie gibt es ja jetzt neu auch die Creme. Es gibt ein Waschstück. Es gibt, glaube ich, noch so ein paar Sachen von diesem Hanf, aber ich wollte da jetzt nicht alles holen. Ich bin sehr überzeugt von, was ich jetzt an die Kamera halte. Das habe ich nämlich jetzt auch schon tausendmal benutzt. Das ist die Hyaluron-Pflegelotion. Die ist so geil. Ich habe mir die im Gesicht auch angewandt und das bringt das total. Das macht die Haut ganz glatt und ich glaube, das dringt sogar in die Tiefe der Haut ein und versucht dort irgendwelche Falten zu lösen. Dann habe ich mir geholt Kondome von Chaps Feeling. Ich weiß nicht genau, aber man sollte ja vorbereitet sein. Ja, dann habe ich mir zum Peelen dieses Totes Meersalz-Peeling gekauft. Das ist auch immer sehr, sehr angenehm, dass man auch schön weich ist für eventuell Sexualpartner. Dann habe ich mir geholt, ich nerv ja auch total, dieses Balea Magic Creme Dusche. Creme Dusche wirklich nur abends verwenden, weil morgens muss man Duschgel benutzen. Habe ich den Unterschied schon lange erkannt. Dann habe ich mir Bikini Wachs zum Entfernen geholt, weil ich habe meinen Epilierer oder wie das heißt,
Heißt das so, Epilierer? Ja, den habe ich nicht mehr. Deswegen habe ich mir jetzt das gekauft. Dann habe ich mir etwas Neues zum Schminken gekauft. Also Mascara habe ich ja verschiedene. Heute zum Beispiel habe ich diese von der eigenen Marke Trended Up Lash Allure. Die ist so ein bisschen, naja, aber die Wimpern werden auch fein verlängert. Aber das ist so ein bisschen so wie, ich sag mal, ältere Frauen auch irgendwie die Mascara. Dann habe ich mir, den habe ich auch heute, den Trended Up Liner für den Lidstrich gemacht. Der malt sehr, sehr dünn. Also man kann viel, viel feinere Linien malen als wie mit dem von Essence, weil die Spitze sehr, sehr viel dünner ist. Dann habe ich für meine rote Melted Matte, was ja auch ab und zu mal austrocknet von Too Faced. Das gibt es auch von Trended Up, dieses Argan Oil Care and Color Lip Gloss. Das ist die Farbe Rot. Also falls dieses Melted Matte irgendwann mal austrocknet, dann einfach das da drüber und dann hat man wieder die Farbe an sich. Dann habe ich mir noch eine Glam and Doll Lash Colorist Darker Lashes in 2 Weeks gekauft, Volume Mascara. Ich weiß jetzt auch nicht genau. Das soll die Wimpern auf jeden Fall verdunkeln. Das ist von Catrice. Ob es eine normale Mascara ist oder nicht, keine Ahnung. Wenn ich mal irgendwie nun. Ich werde es ja dann erleben. Dann habe ich mir auch von Essence meine Nägel geholt. Weil ich lackiere mir die Nägel. Ach ja, und die Essence Mascara. I Need a Miracle, das ist so ähnlich wie dieses Panda von Catrice. Das ist so eine Mascara. Bei Mascara ist es halt so, man sollte ab und zu mal eine neue verwenden, weil die alte dann doch verklumpt. Ja, zum Nägel ablackieren habe ich von Ebeline dieses Nagellack-Entferner mit Tuch. Dann habe ich den Grow Booster. Das für drunter und so. Ich habe noch was anderes für drunter, aber das habe ich noch dazu gekauft. Gibt es da ja zahlreiche. Wo ist denn das jetzt? Ich habe es nicht gefunden. Also im Moment habe ich auch eine Farbe, das ist so ein Orange, weil die Nagelstudios haben ja leider zu und so. Naja, ich finde die Farbe jetzt nicht. Ich habe dann noch eine reichhaltige Nachtcreme. Das ist so eine ganz normale Nachtcreme benutzt. Ja, wo ist denn diese blöde Farbe? Moment. Ja, ich hatte die noch im Bad stehen. Also von Essence habe ich ja auch noch dieses Natural Beauty Make-up. Ich war ja anfangs gar nicht davon überzeugt, aber wenn man etwas weniger benutzt, dann ist es besser. Was ich zu diesem Lip Topper sagen wollte, also das war dieser Melted Matte von Too Faced, das steht da ja auch drauf, der so schön malt, aber halt dann austrocknet und dann halt einfach etwas finden, was da drüber geht. Das habe ich in Rot erstmal überhaupt nicht gefunden und dann habe ich das gesehen und dann habe ich gedacht, ja. Bei Essence habe ich Shine Lust and Goal Gel Nail Polish. In der Farbe 52, Shine on Me. Das ist ein Rotton, der eignet sich auch wunderbar für Valentinstag und so. Und in dem Ton sind leichte Schimmerpartikel drin. Das heißt, das ist ein bisschen eine andere Farbe als die anderen Farben. Ja, ich habe den noch in Lila und in Orange. Allerdings blättern die Farben schnell ab, weswegen ich mir auch dieses Trocknungsspray gekauft habe. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ja, Topper habe ich auch gekauft und so, aber ja, in diesem Edeka habe ich mir auch Guacamole gekauft. Die schmeckte allerdings überhaupt nicht. Ja, und das war, glaube ich, fast eigentlich auch schon alles. Ich habe noch zwischenzeitlich halt, wo meine Speicherkarte voll war, Sachen gekauft. Zum Beispiel habe ich noch gegessen. Wie heißt das?
Choco Fresh wollte ich eigentlich unbedingt auch zeigen, habe ich mir auch gekauft und gegessen, aber es ist ein riesiger Klops Sahne da drin, ne? Und etwas Karamell und halt Eisschokolade. Dann habe ich